Es ist mal wieder Zeit für ein EDC-Update. Ich habe mir in den letzten Wochen was zusammengestellt, das mir so wie es jetzt ist, absolut gefällt. Es gibt viel Neues dabei, aber grundsätzlich geht es um das Metall, ohne das wir weder Messing noch Bronze hätten. Heute dreht sich alles um Kupfer. Los geht's! Jetzt könnte man vielleicht fragen, warum unbedingt Kupfer? Zu Kupfer habe ich eine ganz besondere Beziehung. Ich habe ja mal erwähnt, dass ich viele Jahre meiner Jugend auf einer griechischen Insel verbracht habe. Wenn man jetzt weiß, dass Kupfer den lateinischen Namen Cuprum hat und das nichts anderes bedeutet als Erz von der Insel Zypern, dann kann man sich denken, welche Insel das bei mir ist. Später bin ich dann nach New York gezogen und das Zeichen von New York ist die Freiheitsstatue. Und selbst die, also zumindest ihre Außenhülle, ist aus Kupfer. Ich weiß, die ist grün und nicht rot-braun, so wie man Kupfer kennt, aber das ist die Patina, die Kupfer ansetzt. Und bei Patina sind wir beim richtigen Stichwort. Ich finde, Patina ist was ganz, ganz Tolles. Patina erzählt immer eine Geschichte. Wenn ich jetzt aber was auf dem Zweitmarkt kaufe, dann will ich ja nicht unbedingt die Geschichte von jemand anders in der Tasche mit mir rumtragen. Deswegen finde ich es ganz toll, dass Kupfer nicht nur Patina gut ansetzt, sondern ich kriege sie auch sehr gut wieder runter. Weil wenn ich was Gebrauchtes gekauft habe, dann kriege ich das wieder wie neu und dann kann ich dem Gegenstand mit meiner Geschichte Leben einhauchen. Und das ist eine der vielen Sachen, die ich an Kupfer absolut klasse finde. Unser Geld ist aus Kupfer, weil man sagt, Kupfer hat auch antibakterielle Eigenschaften. Nicht nur die Pfennige oder Cents, wie man so schön sagt, sondern selbst bei einem Euro-Stück sind ca. 75% Kupfer. Versteht mich nicht falsch. Natürlich mag ich auch Messing und Bronze, das ist überhaupt keine Frage. Nur ohne Kupfer gäbe es das nicht, weil es sind ja Legierungen. Also wenn ich es noch richtig weiß, dann ist Kupfer und Zinn müsste Bronze sein und Kupfer und Zink müsste Messing ergeben. Wie gesagt, Kupfer ist für mich ein ganz besonderes Metall. Und um jetzt mal zu sehen, was ich mir da zusammengestellt habe, weil so ein Kupfer-EDC sieht man ja eher selten. Ich hole die Kamera von oben und dann werfen wir da mal einen Blick drauf. Tja, womit fangen wir an? Am besten fangen wir mal mit einem Woodford Reserve Double Oaked an. Immer noch meiner Meinung nach der beste Bourbon. Wunderschönes Geräusch. So. Also wenn ihr den noch nicht probiert habt, den müsst ihr auf jeden Fall mal probieren. Womit hat es angefangen? Mit einer Münze. Ich habe 2018 mal eine Münze gekauft, als mein Sohn geboren wurde. Und da habe ich zwei von gekauft. Die werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr finden. Die gab es mal so in limitierter Auflage. Ist jetzt keine richtige EDC-Münze, sondern ist so eine richtige Münze für Münzsammler. Und zwar sind die damals hergegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal so die berühmtesten Krieger, die es gibt und machen daraus Münzen. Und bei mir ist es logischerweise der Spartaner geworden. Die Geschichte der 300 ist zum Beispiel die erste Geschichte, die mein Vater mir je erzählt hat, also an die ich mich erinnern kann, ne? Die er mir erzählt hat, als ich ein Kind war. Und deswegen hat die für mich eine größere Bedeutung. Und ich habe zwei Stück gekauft, und zwar eine für mich und eine für meinen Sohn. Das Tagebuch, das ich habe, habe ich auch mal drüber gesprochen, dass ich ein Tagebuch für meinen Sohn habe. Da ist hinten so eine Tasche drin und da kommt seine Münze rein. Also Münze, damit fängt es an. Kupfermünze, ganz tolle Sache. Ein Henk habe ich auch gewollt und ich mag ja die Infinite Design Henks. Ich weiß, da gibt es ganz viele tolle Henks. Die Andrea, das ist ein One-Woman-Business sozusagen. Auf Etsy, ich verlinke euch das gerne nochmal, die macht unheimlich schöne Hengs. Das sind alles so diese Details, hinten Mikrofaser, die jede Naht an jedem Henk ist anders. Und eigentlich hatte ich das hier, weil ich fand ja, dass das Orange, das hier mit drinnen ist, wirklich sehr gut passt. Bis die Andrea vor ein paar Tagen, deswegen kann ich euch nur empfehlen, ihr auf Instagram zu folgen, bis sie vor ein paar Tagen mal hergegangen ist und dieses Henk hier gezeigt hat. Und Kupfer und Schwarz ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Auch Rückseite Mikrofaser,
wieder eine andere Naht am Rand. Ich versuche das mal. Ich hoffe, dass man das irgendwie sehen kann. Wirklich toll gemacht. Ist jetzt kein griechisches Muster, ist aber ein Muster, das Glück bringen soll. Und da finde ich, ist das ganz toll. Also Infinite Design Hank und die Münze. Als nächstes Taschenlampe. Ja, das ist wieder eine Baton 3, die ist wieder von Olight und zwar, die hatten diese Serie rausgebracht. Ich fand die alle tierisch kitschig, bis auf diese hier, die Kupfer. Die finde ich ganz toll mit dem Unendlichkeitszeichen drauf. Die ist auch schon richtig nachgedunkelt. Ich versuche mal, wenn ich den Clip abmache, ob man das hier vielleicht irgendwie sehen kann, dass die da nochmal um einiges heller ist. Also Kupfer, Patina, ist der absolute Hammer. Eine wunderschöne Lampe, ich mag die absolut. Die ganzen Eigenschaften, die Größe, das ist genau das, was ich von einer EDC-Lampe möchte. Ich weiß, da gibt es ganz viele ganz tolle und, ja, wie soll ich sagen, einfach dieser Formfaktor ist perfekt. Also wenn jemand Lampen in diesem Formfaktor kennt, die auch in diesen verschiedenen Materialien existieren und so weiter, lasst mich das wissen. Im Moment sind es bei mir halt die Olight-Taschenlampen. Was gehört noch zum EDC dazu? Irgendwie musste ja auch mal was schreiben. Und da kommt momentan wirklich nichts anderes in Frage als der Caveco Lilliput. Ich habe auch ein Video gemacht über Caveco speziell, auch über die Lilliput. Und das hier ist ein Kugelschreiber. Der ist so klein vom Formfaktor her. Der hat aber den Vorteil, wenn du die Kappe hinten drauf schraubst, dann hast du wirklich einen Stift in einer richtig ordentlichen Größe. Und so klein wie er ist, das passt perfekt. Und die Patina, das ist der absolute Hammer. Ich bringe es noch mal ein bisschen näher. Das kann man doch bestimmt irgendwie auch sehen. Ganz toll, wie der die Patina ansetzt, wenn du ihn aufschraubst. Innen drinnen hat er noch nicht so viel angesetzt. Ne? Also wirklich ganz toll. Das Ding kommt und glänzt, wenn es ankommt. Und dann ist deine eigene Patina drauf. Was gehört noch dazu? Für mich gehört immer ein Schweizer Taschenmesser dazu. Und hoch, mein lieber Freund, ich mag ja die Daily Customs und das hier ist meiner Meinung nach aber wirklich das Tollste, das ich je von den Jungs gesehen habe. Nicht, dass die anderen nicht toll sind, versteht mich nicht falsch, die sind so toll, dass du dich gar nicht entscheiden kannst. Aber mein lieber Freund, also dieses vierfache Fräsung, damit sie dieses, ich versuche es mal ganz nah zu bringen, dieses Honeycomb-Muster hinbekommen, absolut cool. Ich habe mich für einen Hiker entschieden, ich mag die Säge. Und ich habe natürlich auch einen Bead dran. Da habe ich jetzt einen Daily Custom Bead in Kupfer an der Außenseite und innen drinnen der mittlere, der Kuppler. Das ist aus schwarzem Mikata. Das möchte ich auch nochmal zeigen. Das Inlay ist Mokume. Mokume, eine Art Damast aus, wenn ich mich nicht arg täusche, es müsste Messing, Zink und Kupfer sein. Ganz tolle Sache. Das ist das Victorinox. Gehört für mich, wie gesagt, zum EDC immer eins mit dazu. Was ich auch gemacht habe, als ich hier alles zusammengestellt habe, ich habe mich mal mit der Maxi von der Altona Silberwerkstatt kurz geschlossen und habe gesagt, hey, hättest du denn irgendwas, wenn ich so ein Kupfervideo mache, wo du sagst, hey, das ist cool, das kannst du mal zeigen. Und wenn die German Queen of Knives nichts hat, dann weiß ich nicht, wer was hat. Und da hat sie mir wirklich was ganz Tolles geschickt. Und das möchte ich auch ganz vorsichtig aufmachen. Das ist ein Nottingham Tactical. Es ist ein ganz, ganz toller Stift. Der hat richtig Gewicht. Und ich nehme jetzt auch das andere Hank, um den anzufassen, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt hier direkt Patina ansetzen. Und ich bringe euch den mal näher. Der ist so cool. Absolut genial gemacht. Also wer eher sowas haben möchte, ist natürlich auch noch mal in einer anderen Preisklasse. Ja, das muss man wissen. Aber wirklich ein absolut toller Stift. Wäre eine Alternative. Und sie hat mir ein Messer geschickt. Ein kleines Messer. Und das finde ich so genial. Es ist ein Sibibi, also es ist so. Ich habe mich halt beim Messer echt schwer getan. Es hätte entweder das Sibibi Elementum werden können oder es hätte das Pila CRKT werden können. Was mir beim Pila nicht so gefällt, ist,
Es ist ein Frame-Lock. Das heißt, die eine Seite ist aus Kupfer, die andere Seite halt nicht. Das ist so eine Sache. Ich mag es halt wirklich, wenn es wenn es symmetrisch ist. Und was Maxi mir noch geschickt hat, ist dieses Messer. Ich schmunzel schon, ich weiß, man kann es nicht sehen, aber ich finde das echt genial. Das ist das Mini-Elementum. In Kupfer? Ich finde es auch super toll, wie die Struktur, die hier ist, auf der Klinge weitergeführt wird. Das ist eine richtig schöne Sache. Es ist tatsächlich ein Frame-Lock, kein Liner-Lock. Deswegen beim Frame-Lock immer bitte vorsichtig sein. Wenn du zu fest hier drauf drückst, dann wirst du es nicht aufkriegen. Sonst ein absolut funktionierender Flipper. Schön gemacht. Ich finde, es ist eine tolle, tolle Möglichkeit. Hat die Maxi mitgeschickt, dass ich das auch mal in die Kamera halte. Finde ich ja auch ganz toll. Es ist sogar noch ein kleiner Schlüsselring mit dabei, wenn man es für tatsächlich den Schlüssel verwenden möchte als Schlüsselanhänger. Welches Messer ist es letztendlich geworden? Es ist das Elementum geworden. Und zwar die Tanto-Version. Jetzt sieht es natürlich anders aus. Es sieht nicht so aus, wie man das kennt. Und zwar, was habe ich gemacht? Es hatte eigentlich die gleiche Struktur wie das Mini hier. Hat mir aber nicht so gefallen, weil das hier ist eine Forced Patina. Das bedeutet, die Patina ist da schon mal drauf. Also ich kann da nicht groß irgendwie meine eigene Patina drauf machen, das wird auch so bleiben. Ich bin jetzt hergegangen und habe mein Rotationswerkzeug genommen. Und Männer, wenn ihr kein Rotationswerkzeug habt, ihr braucht ein Rotationswerkzeug. Ich verlinke euch gerne mal das, was ich habe unten. Das hat irgendwie 30, 40 Euro gekostet. Und dann habe ich mir noch so, wie soll ich sagen, ist ähnlich wie Wolle in verschiedener Körnung als Schleifaufsätze. Und ich habe das runtergeschliffen. Und jetzt ist es so, dass das, wie es bei Kupfer ist, schöne Patina ansetzt. Ich habe das Messer auseinandergebaut, habe mir die Griffschalen wirklich rein Kupfer gemacht. Und das ist jetzt das Messer. Es ist ein D2-Stahl. Das Elementum ist wirklich klasse, da kannst du nichts sagen. Und es macht einen tierischen Spaß und die Action ist der absolute Hammer. Also Walk and Talk, ne, wie man sieht. Wirklich schön, auch mit dem Flipper-Tab. Ganz tolles Messer. Schwarze Klinge fühle ich mich momentan eh zu hingezogen und das ist das, was ich wollte. Und ich mag halt auch die Symmetrie, dass beide Seiten halt aus Kupfer sind. Wie gesagt, beim Peeler auch ein wunderschönes Messer, aber da ist nur eine Seite aus Kupfer. Das Elementum ist das nächste. Jetzt könnte vielleicht die Frage kommen, wie sieht es denn mit einer 42A-konformen Version aus? Ja. Da ich momentan ja wieder unterwegs bin und wieder raus darf, wie das klingt, wieder raus darf. Aber ihr wisst, was ich meine, ja, ich bin wieder beruflich etwas mehr unterwegs und ich darf wieder raus. Das bedeutet, ich brauche natürlich auch eine 42A-konforme Lösung. Normalerweise langt mir das WIG, ist überhaupt keine Frage, ja. Vor allem wirklich, ich habe viele, das ist das Schönste. Jungs bei Daily Custom, die Dinge, die ihr macht, die sind der absolute Wahnsinn. Muss ich echt mal sagen. Aber es ist immer schön, zusätzlich zum WIG eine zweite Klinge zu haben. Ich habe es schon mal erklärt, ich habe einen kleinen Sohn, wenn der mal eine Banane oder irgendwas haben möchte, oder eine Banane brauche ich kein Messer, aber einen Apfel schneiden will oder dergleichen, dann benutze ich das WIG. Ich benutze es für Lebensmittel, weil ich mir dann halt sage, okay, bei Lebensmitteln ist es immer so eine Geschichte, ja, da ist es schöner, wenn ich vielleicht irgendwas habe, wo ich dann sage, okay, da habe ich eine Klinge, mit der stoche ich nicht im Dreck mit rum. Ich könnte theoretisch auch Desinfektionstücher immer dabei haben, habe ich auch, aber zwei Messer, warum nicht? Und was ist die 42A-konforme Version? Tja, das Messer ist noch nicht da, aber ich habe mir schon mal die Griffschalen gekauft. Ich glaube, das letzte Video muss es gewesen sein, ein Video über Vero Engineering. Und ich habe mich wirklich in dieses, ins Neuron verliebt, das Double T-Dent Messer von Vero Engineering. Und ich habe mir aus Amerika die Griffschalen schon bestellt. Ich erwähne es nochmal. Ich habe das Messer noch nicht, ich habe mir die Griffschalen bestellt. Viel zu teuer, selbstverständlich. Und es kam mit UPS, war innerhalb von 2 Tagen da. Allerdings kam eine Woche später dann auch nochmal die Rechnung von UPS vom Zoll. Nicht günstig, aber ja, Gott, wir haben doch alle irgendwo einen Schuss, was unser EDC anbelangt. Also die 42A-konforme Version wird dann das Vero Neuron. Und das ist mein aktuelles Kupfer-EDC. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, wie schleppst du das denn mit dir rum?
Boah, und da muss ich jetzt einen Schluck Whisky nehmen. Nummer 1, weil ich dir gute Besserung wünsche, lieber Daniel. Und Nummer 2, was der Daniel da bei DP Steel and Leather gemacht hat, in seinem Light Slip Version 2. Ich habe ja viele von den Dingern, auch aus Amerika und so weiter und so fort. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist was ganz anderes. Ich vergleiche es jetzt mal mit Leberwurst. Das ist ein Männervergleich, ja. Wenn die anderen alle, die ich habe, grobe Leberwurst ist, dann ist das hier feine Kalbsleberpastete von mir aus. Also das ist schon echt was ganz Besonderes. Vor allem, das ist auch nicht einfach nur hier drüber und dann, das ist, sieht wirklich aus, als ob jedes nochmal gefaltet ist und... Ah, wunderbar. Ist leider von der Art her jetzt nicht so, wie ich eigentlich mein Zeug habe, weil der Lightslip hier eigentlich ist für eine kleine dünne Taschenlampe mit Tail Switch, also mit einem Knopf am hinteren Teil, dass ich die da nicht rausholen muss, sondern hier einmal drauf drücke und dann hätte ich Licht. Ich nutze es ein bisschen anders. Bei mir ist es so, mein Lilliput kommt hier rein. Mit dem Clip, der Clip ist übrigens beim Lilliput aus Bronze. Den gibt es tatsächlich weder in Kupfer noch in Messing, sondern aus Bronze. Sieht aber trotzdem super klasse aus. Und der passt da auch noch perfekt rein. Und ich muss auch mal was zeigen. Achtung, ihr hört es. Normalerweise bearbeite ich diese Lederdinger immer, damit ich die weich kriege, damit sie die Form annehmen. Aber der Daniel benutzt hier unglaubliche Qualität. Also nicht nur die Handwerkskunst, auch die Materialien, die er nutzt, sind der Hammer. So, weiter. Was kommt dann? Logischerweise kommt das Messer, das Victorinox, hier rein. Es hat auch schon die Form angenommen und es ist echt wirklich toll. Und was mache ich jetzt mit der Taschenlampe? Zum Glück hat diese Taschenlampe hier den Clip. Und dann kommt das hier hin. Ich muss dazu sagen, ich habe das nie in der Hosentasche. Wenn, dann habe ich, ich habe ja oft Flanellhemden an, wie der Al Borland, wer den noch kennt. Da passt es vorne in die vordere Brusttasche und das ist wunderbar. Und klar, die zwei sind dann noch in meiner Hosentasche. Beziehungsweise, wenn das Neuron dann kommt, ich möchte übrigens eins, ich hoffe, dass ich eins kriege beim nächsten Drop, wenn nicht beim übernächsten. Da mache ich mir gar keine Gedanken, das wird schon irgendwann klappen. Ich möchte gerne eins mit einer DLC-Klinge. Und am liebsten DLC mit schwarzem Mikata, damit ich dann hergehen kann und ab und zu mal wechseln kann. Weil ich finde dieses schwarze Mikata auch super klasse. Also habt da mal ein Auge offen, Altona Silberwerkstatt. Da wird es auch demnächst mal wieder welche geben. Und wenn es wieder welche gibt, könnt ihr davon ausgehen, dass ich versuchen werde, eins zu bekommen. Und ja, die Münze, das kommt in die Hosentasche. Das ist mein aktuelles Kupfer-EDC. Ich finde es tierisch gelungen. Ich finde es tierisch klasse. Das Elementum hat mich arg überrascht. Also ich habe ja schon immer eins gewollt. Ich habe aber sehr lange mir keins geholt, weil es halt so war, dass wir alle gedacht haben, innerhalb von 2 Monaten sind wir wieder draußen, sozusagen. Ist jetzt ja ein bisschen anders gewesen. Ich habe sehr viel Zeit zu Hause verbracht und unter dem Aspekt, na, man sieht, ich nutze meine Messer, da ist noch Dreck drauf. Unter dem Aspekt habe ich mir gedacht, weißt du was, es ist doch jetzt egal, da du eh daheim bist und ab und zu bist du beruflich unterwegs und kannst es dann haben. Ne? Ja, absolut genial. Ich mag auch die Tanto-Klinge. Also was mir sehr oft auffällt, du hast ja eine zweite Spitze und das ist ja genau hier. Also das wäre so eine zweite Spitze und mit der mache ich sehr viele Schneidgeschichten, sehr viele Schneidaufgaben. Natürlich hast du eine Spitze, wo du auch mal in was reingehen kannst und arbeiten kannst und du hast eine lange Gerade, wo du auch wirklich lange Schnitte machen kannst. Ich arbeite eigentlich ganz viel mit dem vorderen Teil hier und mit der Spitze hier. Hier eher wenig, aber ich habe ja schon mal erwähnt, ich bin jetzt noch nicht so der Heavy User, wie es so schön heißt. Ich lebe in der Stadt, ich mache kleine, leichte EDC-Schneidaufgaben, aber mit dem Ding rumzuspielen, das ist absolut genial. Und Kupfer fühlt sich richtig toll an übrigens. Tja, was soll ich noch groß dazu sagen? Das ist es, das Kupfer-EDC. Das war mein Kupfer-täglich-Rumschleppzeug. Oder Kupfer-EDC, wie ihr möchtet. Ich habe ein paar Variationen gezeigt, ich habe ein paar weitere Möglichkeiten erwähnt. Das sind bei weitem noch nicht alle. Ich hoffe, ich habe euer Interesse ein bisschen geweckt, was Kupfer anbelangt. Das ist ein wirklich ganz, ganz tolles Metall. Ich verlinke euch selbstverständlich auch alles, was ich gezeigt habe, nochmal unten in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen.
Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann lass es dir durch den Kopf gehen. Ich würde mich echt freuen, dich mit an Bord zu haben. Wir haben noch einiges zu entdecken. Für die, die schon dabei sind, ich bin zwar viel unterwegs diesen Monat, aber es wird langsam wärmer und dann können wir endlich uns mal um Autopflege und um Barbecue kümmern. Was mir aber ganz wichtig ist, lasst euch bitte nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Herzchen, dein Handtuch ist runtergefahren. Das ist Absicht.